Heute nehmen wir Sie mit nach unten. Denn hier, tief unter unseren Städten, entsteht derzeit Erstaunliches. Rund um den Globus planen Ingenieure und Architekten die Lebenswelt der Zukunft. Weltweit sind sich alle einig, wir müssen den Untergrund besser nutzen. Gebuddelt wird auch hierzulande. Wir entdecken den Untergrund in der Schweiz und sind dabei, wenn Hightech-Unternehmer und Pilzzüchter ihr Glück in der Tiefe suchen. Wir zeigen, wie unterirdische Verkehrssysteme in Zukunft unsere Straßen und die Umwelt entlasten sollen und wo das schon funktioniert. Und besuchen die faszinierenden Bauten, die Star-Architekt Dominique Perrault bereits erschaffen hat. Was treibt ihn in die Tiefe? Die Idee ist, mehr freien Boden zu kreieren, indem man den Untergrund besetzt. Ist unten das neue oben? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, entdecken wir einen Stollen, in dem seit 50 Jahren am Leben im Untergrund gearbeitet wird. In Zukunft geht's abwärts. Ich bin aber guten Mutes und begrüße Sie ganz herzlich zu Einstein heute im Untergrund. Wir sind unterwegs in Forschungsstollen Hagerbach im Sarganserland. Da innen wird untersucht, wie man künftig im Untergrund neue Welten erobern könnte. Weil oben wird der Platz immer enger, knapper, dichter. Darum wollen wir herausfinden, wie wir Gebäude in Zukunft nicht nur aus dem Boden schiessen lassen, sondern auch im Boden. Unter unseren Füßen entstehen Räume zum Arbeiten und Leben. Es klingt ein bisschen nach Science Fiction, gibt es aber schon ganz real. Die Winter in Montreal sind hart. Mehr als 2 Meter Schnee pro Jahr. Temperaturen bis minus 20 Grad. Ariel Ali kann sich heute trotzdem ohne Schal und Wintermantel auf den Weg machen. Denn raus an die Kälte muss sie nicht. Das Hochhaus, in dem sie wohnt, ist an die sogenannte Untergrundstadt angeschlossen. Der Lift führt direkt in die Tiefe. Eine Viertelstunde dauert Ariel Alis Arbeitsweg. Durch ein Labyrinth aus Shopping-Malls, Treppen und langen Gängen tief unter den Straßen von Montreal. Hier in Montreal kann das Wetter eisig und glitschig sein. An solchen Tagen ist es toll, die Möglichkeit zu haben, alles unterirdisch zu erreichen. Ich kann von meiner Wohnung direkt zur Arbeit gehen oder einkaufen. Ich kann sogar ins Theater. Ariel Ali führt eine Physiotherapiepraxis. Auch dieses Gebäude ist angebunden an die Untergrundstadt. Meine Kunden können direkt vom Büro zu mir kommen, ohne Jacke. Und sie brauchen sich keine Sorgen über Parkplätze zu machen. Der Puls der Stadt schlägt im Winter unter der Erde. In dem kaum überblickbaren Netz aus Metrostrecken, Einkaufszentren und Fußgängerpassagen. Unter dem Zentrum von Montreal existiert ein Wegnetz von insgesamt 32 Kilometern und über 60 direkt angeschlossenen Gebäuden. Die Ville Souterrain. Er hat den Bau der Untergrundstadt während 30 Jahren mitgeprägt. Architekt Jacques Besnard war Stadtbaumeister von Montreal und gilt international als einer der Pioniere der unterirdischen Stadtentwicklung. Für Immobilienunternehmer sind solche Untergrundstädte wertvoll. Die Passanten werden zu Kunden in den Shoppingcentern. Aber es gewinnen alle. Wir haben oben im Stadtzentrum weniger Autoverkehr, deshalb auch weniger Unfälle, weniger Luftverschmutzung. Alle gewinnen. Das Untergrundnetzwerk nahm seinen Anfang zu Beginn der 60er Jahre.
Die meisten Bauten wurden von privaten Firmen finanziert. Mit der Fertigstellung der U-Bahn wurde daraus nach und nach der größte Untergrundkomplex der Welt. Heute ist Montreal ein Vorbild für viele andere Städte. Auch wegen des Klimawandels. Wetterextreme werden zur Norm. Um die wirtschaftliche Stabilität der Großstädte zu bewahren, seien unterirdische Ebenen zentral, ist Jacques Besner überzeugt. Der Klimawandel hat einen großen Einfluss auf viele Länder der Welt. Jene Städte, die sich am besten darauf vorbereiten, werden am widerstandsfähigsten sein. Weltweit sind sich alle einig, wir müssen den Untergrund besser nutzen. Städte wie Singapur oder Hongkong lassen sich von uns beraten und wollen ihre Systeme stets weiterentwickeln und ausbauen. Zusammen mit Elektrotechniker Milan Lazarevic führt uns Jacques Besner noch weiter in die Tiefe. Gewissermaßen in den Untergrund der Untergrundstadt. Nur wenige erhalten Zutritt zu diesem verborgenen, engen Tunnelnetz. Die kilometerlangen Leitungen sind die Lebensadern, welche die angeschlossenen Wohnhäuser, Hotels, Spitäler und Shoppingmalls versorgen. Wenn es irgendwo ein Leck gibt, muss Techniker Milan weite Strecken zurücklegen, um Reparaturen vornehmen zu können. Wir haben nur über die Tunnel Zugang. Es gibt hier unten keinen einfachen Weg, Probleme zu beheben. In dieser Halle wird Heizungsdampf produziert für den ganzen Mikrokosmos der Untergrundstadt. Hier sehen wir die Boiler. Wir haben 4 davon. Jeder produziert etwa 100.000 Pfund Heizungsdampf pro Stunde. Wenn etwas schief geht, haben etwa 100.000 Menschen keine Heizung. Aber für den Fall, dass der Strom ausfällt, haben wir Generatoren. So ist sichergestellt, dass wir das ganze Jahr über Dampf produzieren können. Nach dem Rundgang fragen wir uns, liegt die Zukunft der Menschheit wirklich beim Leben im Untergrund? Naja, vielleicht nicht für die ganze Menschheit, aber für die großen Metropolen schon. Der Raum im Untergrund ist eine Ressource, so wie die Luft und das Wasser. Wir sollten diese Ressource umsichtig nutzen, nicht nur für Abwasserleitungen und Röhren, sondern auch für das Leben. Leben heißt auch Kultur. Die Untergrundstadt in Montreal lebt auch nach Feierabend. Museen, Theater, ein Stadion, alles unterirdisch erreichbar. Ariella Lee will Tickets für ein Konzert kaufen. Doch ein Tag ausschließlich im Untergrund, vermisst sie da nicht die Außenwelt? Doch, ich gehe gerne an die frische Luft. Ich versuche deshalb schon, auch nach draußen zu gehen, selbst an garstigen Tagen. Frische Luft ist toll. Doch eine Notwendigkeit besteht nicht. Die unterirdische Stadt funktioniert für sich, abgekoppelt von der Außenwelt. Zurück im Hagerbachstollen im Sarganserland. Untergrundlabor für viele internationale Kunden. Hier können Firmen, die in der Tiefe bauen wollen, testen, mit welchen Techniken und Materialien sie das am besten tun. Hier in diesem Versuchsstollen wird Material 1:1 getestet, das die Zukunft im Untergrund ebnen könnte. Geschäftsführer des Hagerbachstollen ist Robert Böhni. Herr Böhni, zu Ihnen kommen die Firmen aus der ganzen Welt mit neuesten Technologien, um das hier zu testen. Was können Sie überhaupt alles ausprobieren? Die neuesten Bohrtechniken, Sprengtechniken. Dann gibt es die neuesten Chemietechniken im Bereich des Beton. Das sind laufende Produkte, die die Industrie bei uns hier innen 1:1 testen muss. Was ist das hier innen? Also wenn wir jetzt dahinter schauen, müsste ich Sie bitten, da die Brille anlegen. Weil wieso? Das könnte doch etwas wegspicken oder abplatzen. Okay. Da sind wir an einer Brandplatte dran. Da geht es um einen Brandversuch, wo wir eine Tragplatte, wo wir den Beton austestet. Was heisst, was testet am Beton, ob er genug Hitze verleiden mag? Genau, dass er genug Hitze verleiden mag. Er muss jetzt 1200 Grad verleiden. Und dass er nicht zusammenkracht, oder dass er Tunneldecke hat oder eine Garagedecke,
ist das ein ganz anderes Design vom Beton, das es da braucht für diese Art von Bauprojekt. Wenn man sich immer mehr in den Untergrund arbeitet auf dieser Welt und das quasi aushöhlt, wie sicher ist das überhaupt? Den Untergrund kann man sehr gut berechnen. Und wenn man mal etwas gebaut ist im Untertagbau, kann man davon ausgehen, das ist sehr sicher. Also da ist auch ein Erdbeben ist natürlich viel sicherer im Untertagbau, als wenn man von außen steht. Es kommt natürlich einiges an Kosten zusammen. Wie teuer kommt das im Tiefbau? Der Kostenanteil im Untertagbau bei der ersten Phase ist teurer. Aber wenn ich den ganzen Lifecycle anschaue nachher und die ganzen Unterhaltskosten, ist das, macht es das wett. Also das wird wieder günstiger durch das. Also es ist am Anfang etwas teurer, aber es wird nachher günstiger im Lifecycle. Eine Rechnung, die die Firma Espros dazu bewogen hat, sich am Fuße des Sarganser-Hausberges Gonzen niederzulassen. Nicht wegen der schönen Umgebung, sondern wegen dem idealen Untergrund. Firmengründer Beat de Kooi hat hier den perfekten Standort für die Produktion von Hightech-Halbleitern gefunden und tief unter dem Berg die weltweit erste unterirdische Chipfabrik erstellt. Beim Herstellen dieser Halbleiter kommt es auf jeden Nanometer an. Kleinste Erschütterungen stören die Produktion. Genau deshalb ist ein Berg wie der Gonzen ideal. Er ist massiv, der Stein hart, unerschütterlich. Für eine Halbleiterfabrik braucht man erschütterungsfreie Position und Situation. Und wir haben hier im Rheintal nach Standort gesucht und eigentlich nichts Schlaues gefunden. Und irgendwann ist dann die Idee aufgekommen, das Ganze in den Untergrund zu tun. Die erste Produktionsstraße ist fertig eingerichtet. Die Herstellung läuft größtenteils vollautomatisch. Apple, Leica und Google sind bereits Kunden von der unterirdischen Halbleiterschmiede. Und der Patron ist heute so überzeugt von der Idee der unterirdischen Hightech-Fabrik, dass er sie weltweit patentieren ließ. Obwohl er anfänglich an der Machbarkeit seines Vorhabens zweifelte. Das war ja nicht meine Idee. Ich habe zuerst mal selber gestutzt und gesagt, das ist eine Bieridee. Das macht doch niemand, das ist extrem teuer, unsicher und so weiter. Terminplan, den man nicht einhalten kann. Ich habe mich dann aber überzeugt, dass das ein gutes Konzept ist. Und mit den Überlegungen dahinter, dass es einfach ist, dass es kostengünstig ist, wesentlich günstiger, als wenn man das auf der grünen Wiese baut, sind eigentlich alle zusammen, alle Stakeholder, sofort im Boot gewesen. Doch der größte Teil der Anlage ist noch ungenutzt. Insgesamt hat de Kooi eine 100 Meter lange und 18 Meter hohe Kaverne in den Fels getrieben. Drei Viertel des unterirdischen Raumes ist noch ungenutzt. In so großen Dimensionen zu planen, war nur im Untergrund möglich. Die Baukosten sind eigentlich tiefer und nicht höher in der Realität. Wenn man so ein Vorhaben auf der grünen Wiese macht, dann muss man relativ viel Geld investieren in Fundament, in Fassaden, in Dach, in Absicherungen rundherum. Das hat man mit dem Berg alles nicht. Man muss das Land nicht kaufen. Das Land, wir reden da von etwa 20.000 Quadratmeter, haben wir nicht müssen kaufen, weil das Land, das gehört ja schon jemandem da oben und der hat das immer noch. Also wir kaufen dem das nicht ab. Ganz gut ist am Schluss noch das Material, das man aus dem Berg rausholt. Das ist nämlich guter Fels. Das wird verkleinert und wird gebraucht als Kies nachher für zum Plätzen und Strassenkoffer. Das heisst also, das Loch, das man macht im monolithischen Fels, das hat Negativkosten. Man kommt dafür Geld über. Die größte Schwierigkeit war nicht der Bau selbst, sondern der Papierkrieg. Das Land musste er nicht kaufen. Aber er brauchte eine Konzession, um unter dem Berg bauen zu dürfen. Dafür musste er unzählige Auflagen erfüllen und gegen viel Skepsis ankämpfen. Untergrundbauten, ich glaube, da ist man gut, wenn es so um Tunnel geht, Strassenbau allgemein. Aber wenn es um so ein Industrievorhaben geht, wo es dann noch Arbeitssicherheit drin spielt, wo Feuerpolizei, Gebäudesicherheit drin spielt, Chemie, Sicherheit drin spielt, dann ist da wenig Know-how rum und dann sind auch die Behörden, ich würde jetzt sagen, überfordert, aber sie tun sich dann schon schwer, da einen guten Weg zu finden. Und es ist eigentlich schade, dass das Know-how nicht rum ist, weil der Untergrund wäre extrem ökonomisch zu nutzen.
In ein bereits gemachtes Loch konnte sich die Firma Gotthard Biopilze instand setzen. In einem ehemaligen Bergwerk wurde Schotter für die Bahn abgebaut. Jetzt nutzt Alex Lussi einen Teil des leeren Stollensystems. Grundsätzlich auf die Idee bin ich eigentlich im Militär gekommen. Das heisst, in einem Dienst in Genf habe ich da im Untergrund Dienst gemacht und habe die Ressourcen habe ich dort gemerkt. Also sprich Klima und die konstanten Temperaturen, die wir für die Pilzzucht anbrauchen, habe ich dort gemerkt, du musst dich langsam in die Richtung orientieren. Seit September ist die unterirdische Pilzzucht in Betrieb. In drei Hallen wachsen jetzt Bio-Austernpilze. Aktuell rund 20 Tonnen im Jahr. Aber Ziel ist, die Produktion um ein Vielfaches zu erhöhen. Denn der Markt für Pilze wächst. Und Lussi sieht sich wegen der günstigen Bedingungen im Untergrund gegenüber der Konkurrenz im Vorteil. Also im Sommer haben wir hier 13, 14 Grad und im Winter kommen wir hier gegen 11 Grad zurück. Und das sind optimale Bedingungen für die Pilzzucht. Und natürlich auch die Luftfeuchtigkeit ist ein ganz wichtiger Faktor in der Pilzzucht. Und da gibt mir der Berg ein gutes Grundklima. Dank dieses Klimas kann Lussi jährlich bis zu 50.000 Franken Energiekosten einsparen. Da die Stollen bereits durch eine private Bergbaufirma gegraben waren, hatte Alex Lussi keine Probleme, eine Bewilligung für den Pilzzuchtbetrieb zu bekommen. Er ist überzeugt, dass solche Stollen mit ihren konstanten Umweltbedingungen für die Agrarwirtschaft großes Potenzial hätten. Das Potenzial schätze ich sehr gross sein. Und zwar gibt es sehr viele gute Sachen, die oberirdisch hergestellt werden, die gerade so gut die Boden produzieren könnten. Also von dem her, wenn das Klima für einen die richtigen Voraussetzungen gibt, unbedingt die Boden gehen. Mittels LED statt Sonnenlicht könnten hier statt Pilze auch Salat, Tomaten oder Kräuter wachsen. Die Energiekosten wären immer noch sehr niedrig. Und dank geringen Fixkosten können Untergrundfarmer auch großzügig planen. Alex Lussi hat bereits eine zweite Ebene, wo er die vorhandene Kapazität verdoppeln will. Und dass wir so eine riesige Fläche dafür bewirtschaften, für relativ kleines Geld, erlaubt es uns, den zweiten Stock noch in Betrieb zu nehmen. Und je nach Markt, den dürfen wir ausbauen. Auch Beat de Koy konnte im Untergrund klotzen statt kleckern. Er hat mit dieser Halle große Platzressourcen für die Zukunft, praktisch zum Nulltarif. Ja, die kosten uns praktisch nichts mehr. Wir müssen sie nicht heizen, wir müssen sie nicht kühlen. Wir haben keinen Pachtzins, den wir hier zahlen müssen. Also, wir haben hier einen sehr grossen Raum, den wir sukzessive für unsere Erweiterung nutzen können. Das ist unheimlich wertvoll. Das zunehmende Interesse am Untergrund spürt man auch hier. Jährlich wächst der Hagerbachstollen um 100 bis 150 Meter, um die Herausforderung in der Tiefe besser beherrschen zu lernen. Leben und Arbeiten im Untergrund. Es gibt eine Schweizer Städteplanerin, die international baut und davon überzeugt ist, dass die Zukunft unterirdisch wird. Frau Conaro, jetzt haben wir uns vom Höhlenmensch zum Einfamilienhäuschenbesitzer entwickelt. Jetzt kommen Sie und sagen, das wird Zukunft, das wird Normalität. Natürlich ist das ein schrittweiser Prozess. Und natürlich ist es nicht so, dass das jetzt Normalität sein wird, dass wir nur noch im Untergrund uns befinden. Aber es ist wirklich so, dass das ein enormes Potenzial ist, das eigentlich lahm liegt und schläft. Und wir verbauen oberhalb alles, ohne viel nachzudenken. Und wenn es dann zu spät ist, dann ist es schwierig, das wieder in Ordnung zu bringen. Reden wir hier von Megacities wie Shanghai oder Mexico City, wo der Sand wächst, oder auch von der Schweiz? Wir reden von beiden. Natürlich ist es immer mehr brisant in Megacities, die aus allen Nähten platzen. Wir haben nicht Megacities, aber doch, wir haben eine wachsende Bevölkerung. Wir haben eine Natur, die wir schätzen und pflegen und hegen. Und wir wollen unseren Lebensraum qualitativ hoch behalten. Und dafür wäre es genial, wenn wir den Untergrund mehr das Potenzial ausschöpfen und eben auch richtig als Lebensraum auch sehen für die Zukunft. Ein Unternehmen zum Beispiel im UGH würde ja auch heissen, kein Fenster auftun, keine frische Luft, kein Tageslicht. Könnten Sie sich das persönlich vorstellen? So arbeiten oder sogar leben? Ich glaube, es kommt sehr an auf die Art Tätigkeit. Also wenn ich schaue, zum Beispiel heutzutage diese Einzelhandelszentren an der Oberfläche, die haben gar keine Fenster. Die Leute, die in einer Migros schaffen, die haben keine Fenster.
Die könnten genauso gut im Untergrund sein, wenn Sie mich fragen. Und natürlich ist Tageslicht ein menschliches Bedürfnis. Und man muss das dann schon so machen, dass man Atriums hat oder Lichtschächte oder die Leute dann auch natürlich Pausen haben an der Oberfläche. Aber es gibt auch viele Leute, die zum Beispiel Nachtschicht, ganze Nacht arbeiten, in einem Spital sind, in einem Labor. Die haben auch kein Tageslicht und die sind an der Oberfläche und man wird es nicht wissen. Also man muss früh anfangen zu planen. Was wäre denn das Erste, was Sie würden in der Schweiz zum Beispiel in den Untergrund verlegen? Von mir her könnten wir alles Mögliche untertunneln, weil wir würden den Verkehr an die Unterfläche bringen. Und wir sehen, wo immer das passiert, schafft das neuen Lebensraum an der Oberfläche. Und das kann ein Park sein, das können Schulen sein, das können Wohnungen sein. Es schafft zusätzlich Lebensraum und Lebensqualität für Städte. Und dann denke ich auch an so Systeme wie Cargo Souterrain, wo Logistik und Warentransport unterirdisch passieren würde und extrem Verkehr reduzieren würde, wie auch Emissionen an der Oberfläche. Automatischer Warentransport unter der Erde. Was futuristisch aussieht, funktioniert im Universitätsspital Basel seit 40 Jahren einwandfrei. Vollautomatische Roboter bringen Wäsche, Essen, Medikamente und Abfall unterirdisch ans Ziel. Leiter Transporttechnik André Gatlen hat die Anlage in den letzten Jahren auf den neuesten Stand gebracht. Sie funktioniert völlig autonom. Zurzeit machen wir ungefähr 1100 Transporte am Tag, ca. 100 Tonnen Material verschicken und das mit 25 Robotern. Und so funktioniert's. Stationslogistiker Kevin Zimmermann kontrolliert auf der Bettenstation, wo Medikamente und Hygieneartikel ersetzt werden müssen. Was fehlt, scannt er ein. Der Computer schickt dann seine Bestellung ins Lager. Der Drucker spuckt eine Etikette mit Strichcode aus. So weiß der Lagerist, was er laden muss. Bereits 5 Minuten später ist der Container voll. Im Untergeschoss, am Roboterbahnhof, wird die Ladung dem Transportsystem übergeben. Die sogenannte Programmierkarte auf jedem Container weist dem Roboter den Weg. Und schon geht der Container selbstständig auf Reisen. Dieser Richtung Bettenstation Chirurgie. Unermüdlich, 7 Tage pro Woche von früh bis spät sind die Roboter im Dienste des Spitals unterwegs. Ihr Zuhause ist ein 2 Kilometer langes Tunnelsystem. Rund 20 Minuten später kann Stationslogistiker Kevin Zimmermann die Ladung auf der Bettenstation entgegennehmen. Für uns ist der grösste Vorteil, dass wir die ganze Ware nicht vorhanden vom Zentrallager auf die Station bringen und so viel mehr Zeit haben für andere wichtige logistische Aufgaben. Unten ist das neue Oben. In der Schweiz werden die meisten Güter im Lastwagen transportiert. Das verursacht Stau, der immer schlimmer wird. Denn der Güterverkehr auf unseren Straßen nimmt zu. In den nächsten 15 Jahren um rund 40%. Dieser Mann will das ändern. Peter Sutterlüthi will den Güterverkehr unter die Erde bringen und damit Straßen und Umwelt gleichermaßen entlasten. Nur schon, dass man unter die Erde geht, ist ökologisch. Weil man weniger Lärm verursacht, weniger CO2-Ausstoß hat. Und das ist alles elektrobetrieben. Wir haben hier 2 Studien machen lassen, die uns bestätigen, dass wir absolut top sind und viel besser als jedes andere Verkehrssystem. Sein Konzept heißt Cargo Souterrain. Es setzt, wie das Spital Basel, auf vollautomatische Waggons. Die Güter werden aufgeladen und unter die Erde verfrachtet. In 20 bis 50 Meter Tiefe gelangen die Waggons ins Tunnelsystem. Von dort fahren sie selbstständig ans Ziel. Und das Tag und Nacht. Ohne Abgase, Lärm oder Stau. Ein Mammutprojekt, das in großen Einzeletappen geplant wird. Als erstes soll bis 2030 die Strecke Herkingen-Niederbipp über Sur nach Zürich gebaut sein. Erst danach soll das Netz nach Genf und an den Bodensee ausgebaut werden.
Und auch Cargo Souterrain bewertet die Kosten-Nutzen-Rechnung im Untergrund positiv. Natürlich kostet das Tunnel mehr, als wenn man irgendwo würde Röhren auf die Autobahn bauen. Aber der Unterhalt und alles wird dann nachher wieder vernünftig, sodass man insgesamt kann sagen, auch mit der Zeitdauer, die so ein Tunnel lebt, dass es gar nicht so viel teurer ist, als wenn man andere Verkehrssysteme anlegt. In den bis zu 6 Meter breiten Tunnels können die unbemannten Wagen frei manövrieren. Sie bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. An der Decke hängt ein weiteres Transportsystem. Ein Seilbähnchen für Kleintransporte. Es bewegt sich doppelt so schnell. Augenfällig sind die Parallelen zum Basler Unispital. Auch hier gibt es unter der Decke ein System für schnelle Kleintransporte. In der Regel sind es Medikamente. Die vollautomatische Transportanlage ist aus dem Spitalalltag nicht mehr wegzudenken. Sehr stabil, es hat wenig Störungen. Es kann mal sein, dass ein Container überladen ist oder ein Fahrzeug gerade ein Navigationsproblem hat. Dann werden wir aufgeboten, um am Ort anzugehen, um es zu beheben. Aber es läuft eigentlich recht stabil. Tatsächlich möchte das Unispital Basel seine automatischen Roboter nicht mehr missen. Und das Beste? Obwohl sie bereits vor 40 Jahren entwickelt wurden, gelten sie heute als Vorbild der helvetischen Transportzukunft. Ob Cargo Souterrain machbar ist, das wird dereinst hier im Hagerbachstollen getestet. Sobald die Finanzierung steht, wird die Firma hier ihren eigenen Forschungsbereich haben. Das Höhlensystem hier im Hagerbach ist jetzt keins, wo man unbedingt drin wohnen will. Es ist kalt, dunkel, unterirdisch halt. Auch für die Architekten ist das Gebiet, der Bau in Tiefe, nicht unbedingt etwas, das sexy ist. Ein Gebiet, das nicht wahnsinnig reizt, wo man sich auch nicht unbedingt profilieren kann. Aber es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel der französische Architekt Dominique Perrault. Er lehrt, wie man die Grenzen zwischen Ober- und Unterirdisch ganz einfach verschwinden lässt. Gestatten, ich bin die Nationalbibliothek in Paris und erzähle euch, warum ich Vorreiterin bin im Verwischen von oben und unten. Ich bin die Frauenuniversität in Seoul. Warum ich die Kompromisslose bin? Ihr werdet es erfahren. Ich bin die Piazza Garibaldi in Neapel. Ich bin die Rekordhalterin unter uns dreien. Und wir alle drei zusammen sind die Beton-, Holz- und Stahl gewordene Vision von ein und demselben Architekten. Wir sind aufsehenerregende Architektur im Untergrund. Wir sind Star-Architektur. Und er ist unser Star-Architekt, Dominique Perrault. Vordenker der Architektur für den Untergrund. Die Architekten interessieren sich für das, was oben passiert. Kaum jemand interessiert sich für den Untergrund. Die Erdoberfläche ist aber keine schwarze, alles trennende Oberfläche. Der Untergrund kann zu einem natürlichen Ort werden, die Trennlinie verwischen. Die Stadt muss nicht nur gegen oben wachsen, sie muss sich ebenso gegen unten entwickeln. Und so bin ich, die Nationalbibliothek in Paris, zur Vorreiterin geworden. Dominique Perrault hat mit mir erstmals seine Vision verwirklichen können. Im Beisein des Staatspräsidenten François Mitterrand haben sie mich vor 20 Jahren eröffnet. Mein Dominique Perrault war ab da ein Star-Architekt. Eben weil er schon da die Architektur auch tief in den Boden gebaut hat. 14 Meter unter Niveau der Seine hat er für mich graben lassen. 2/3 meines Volumens stecken im Boden. Und dann hat er da unten auch noch einen Wald angelegt. 150 Kiefern hat mir der Monsieur Perrault eingepflanzt. Das ist also künstliche Natur. Aber heute sieht sie aus, als wäre sie natürlich. Oft sagen mir Leute, danke, Herr Architekt, dass Sie die Bibliothek um den Garten herum gebaut haben.
Und so locke ich meine Besucher heute zwar hinunter in den zuerst recht düsteren Untergrund. Doch dann halte ich meinen Zaubertrick bereit. Hokus pokus, und schon sind meine Besucher zwar tief unter der Erde, aber doch am Licht. Ja, in der Natur. Oben und unten. Verwischt. Aber wozu ich schon damals so tief versenkt worden bin, mögt ihr euch jetzt fragen? Wir müssen den noch freien Raum schützen, den Raum für Perspektiven, für Weitblick, für Luft. Darum müssen wir verdichtet bauen, ohne neue Gebäude zu errichten. Die Bibliothek ist exakt dieses Thema. Seit 20 Jahren nun lasse ich Raum zwischen den Türmen, wo ohne meine Räume im Untergrund ein Megakomplex emporragen würde. Ich bin die Vorreiterin der Star-Architektur im Untergrund. Hier hat er mich entworfen, der Dominique Perrault, in seinem Pariser Atelier. In seiner Ausstellung hängt auch eine 900 Jahre alte Inspiration für ihn. Eine in felsigen Boden gemeißelte historische Kirche. Das Außergewöhnliche an dieser äthiopischen Kirche ist, dass sie die Landschaft überhaupt nicht verändert. Die Kirche ist zwar monumental, extrem symbolbeladen, so aber verschwindet sie. In all meinen Projekten hat dieses Verschwinden einen wichtigen Stellenwert. Im Verschwinden, da bin ich kompromisslos. Ich, die Frauenuniversität von Seoul. Ich bin die moderne Übersetzung der Untergrundkirche. Ein unter den Boden gebauter Tempel des Wissens. Meine Studentinnen steigen hinab zu mir und hauchen mir Leben ein. Dabei wollte die Universität vor 12 Jahren, als sie den Architekturwettbewerb ausschrieb, auf keinen Fall etwas Unterirdisches bauen. Als Wettbewerbsresultat erwartete man ein Gebäude. Oder 2 oder 3 oder 10. Große Gebäude, prächtige. Grand, brillant. Mein Vorschlag war genau das Gegenteil. La proposition est exactement à l'opposé. Andere Wettbewerbsprojekte wie dieses. Oder jenes von Star-Architektin Zaha Hadid waren eigentlich aufsehenerregender als ich. Aber ich blieb kompromisslos. Obwohl viele skeptisch waren. Zu dunkel sei sowas, ja gar klaustrophobisch. Mais on n'est jamais enfermé. On n'est jamais. Man ist nie eingeschlossen, nie klaustrophob. Weil man immer eine Beziehung zum Licht hat. Das ist extrem angenehm. Wenn man hinuntersteigt, hat man nie das Gefühl, man sei unter dem Boden. Im Gegenteil, man fühlt sich vom Boden beschützt. Mein Unten fühlt sich eben wie ein Oben an. Und oben bleibt trotzdem Platz für meinen Park. Das nenne ich kompromisslos. Ich bin der neueste Wurf von Dominique Perrault. Ein Rekord. Ich, die Piazza Garibaldi in Neapel. Mit mir bringt er die Architektur so tief hinunter wie nirgends in seinen Projekten. Bis zur Metrostation sind es 40 Meter. Dazwischen biete ich Boutiquen, Galerien, Kinos. Im Licht unter dem Schatten stählerner Bäume. Unten und oben verwischt. Licht lenke ich über Schächte und spiegelnde Verkleidungen tief hinunter. Ich bin mehr als nur ein Loch. Ich bin ein Ort des Lebens. Ich, die rekordtiefe Piazza Garibaldi, genauso wie ich, die Nationalbibliothek, die am Anfang stand. Und ich, die kompromisslose Frauenuniversität. Donc ce sont des projets qui montrent que. Diese Projekte zeigen, auch im Untergrund kann man einen Lebensraum erschaffen, weil es Licht und Luft hat.
Orte des Lebens, genauso wie wenn man auf einer Piazza sitzen würde. Ja, wir drei Würfe von Dominique Perrault, wir zeigen, wie gute Architektur das Oben und Unten verwischen kann und den Untergrund zum lebenswerten Ort macht. Spannend, ob die Visionen werden ihren Weg machen, ob das Unten das Neue oben wird. Mir bleibt Glück aufzuwünschen. Das ist ein altes Grußwort unter den Bergleuten. Man wünscht sich Glück, um auf neue Fünfe, neue Wege in die Undurchdringlichen zu stoßen. Ich bin ehrlich gesagt nur schon glücklich, wenn ich wieder den Weg als Tageslicht finde. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Einstein, dann mit dem Thema. Eine Zukunft ohne Benzin und Diesel. Wie kann dieser Wandel gelingen? Heute rollen mehr als 1,2 Milliarden Diesel- und Benzinautos über Straßen der Welt und stoßen dabei jährlich Milliarden Tonnen CO2 aus. Einstein zeigt, wie Forscher das ändern und eine klimaschonende Mobilität schaffen wollen. Werden wir schon bald alle nur noch mit Elektromobilen unterwegs sein? Oder haben synthetische Treibstoffe das Potenzial, um Benzin und Diesel zu ersetzen? Einstein zeigt Konzepte für eine Zukunft ohne Benzin und Diesel und testet, wie alltagstauglich die heutigen Alternativen sind. Ich wünsche Ihnen eine ganz gute Zeit, einen schönen Abend. Ade miteinander.